Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Supraland. Jo, ich habe nach der Aufnahme gestern noch ein bisschen herumgeschaut und rumgesucht und dachte mir, es kann doch nicht sein. Ich habe dann auch nochmal einen weiteren Spielstand angefangen auf dem fünften Speicherslot und dachte mir, da werde ich jetzt halt einfach mal schauen, dass ich auf dem Slot dann im Grunde gucke, wie schnell kann man das Spiel durchspielen, wenn man alles weiß. So, von daher bin ich dann hier durchgerannt. Ich glaube, ich habe insgesamt um die 18 Minuten gebraucht, um an die Stelle zu kommen, an der wir jetzt aktuell stehen. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich werde es jetzt halt einfach mal probieren, was mit der Kugel vielleicht zu machen. Und habe die dann eben, weil ich mir dachte, na gut, mehr als verbrennen kann ich ja nicht. Ich nutze einfach mal die Kugel hier, weil irgendwas müssen wir ja mit der machen, wenn der mir schon die ganze Zeit sagt, die wird heiß. Dann dachte ich mir, warum lasse ich die nicht einfach mal glühen? Machen wir doch einfach mal. Und zack, die Kugel glüht und ich verbrenne mich nicht. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Vorteil. Wir können natürlich dann hier auch das Ding wegbrennen. Ja, das Schöne ist, alles was ich gemacht hätte, ihr würdet es sehen, weil das Spiel speichert direkt. Also ich habe hier... Autsch, ich bin gerade hier respawned, das Monster da drin war und eine Nummer zu groß. Wo groß? Okay, keine Ahnung. So, jedenfalls dachte ich mir, okay, dann schauen wir doch mal da rein. Und ich tatsächlich kann man mit der Kugel jetzt natürlich auch ein bisschen was sehen, ne? Wenn es auch nicht viel ist, aber man kann etwas sehen. So, hier haben wir solche Blöcke. Auf jeden Fall habe ich dann in dem anderen Spielstand an der Stelle auch dann Schluss gemacht, als ich gemerkt habe, okay, ich kann die Kugel hier zum Glühen bringen, weil ich mir dachte, dann muss es weitergehen. Was haben wir da? Eine Kerze? Oh, okay. Eine Kugel kann eine Kerze entzünden. Ups. Normalerweise bräuchte man doch da ein Streichholz oder irgendwas, ne? Geht's da unten eigentlich weiter? Moment, ich gehe nochmal da runter. Oh, nice. Kann ich die einfach weglegen? Bestimmt, oder? Münzis! Wie viel haben wir jetzt? Hat 34. Cool. Ich bin mal wirklich gespannt, in welcher Zeit man das Spiel durchspielen kann, wenn man weiß, wo es lang geht. Au. Okay, ich kann mich verbrennen an der Kerze. Alles klar. Danke für die Info. Deswegen bin ich jetzt lieber mal ein bisschen vorsichtig. Ich bin ja schon sehr gründlich immer, was das Suchen angeht. Das wisst ihr ja. Da ist nochmal eine Kerze. Noch irgendwas anderes? Nee, ne? Kugel habe ich halt genau vor mir. Ne? Das ist ein bisschen störend. Aber okay, ist halt einfach so. Muss man mit klarkommen, ne? Da ist noch eine Kerze. So, da komme ich auf jeden Fall wieder rauf. Da komme ich aber auch rauf. Weil von da hinten kommen wir ja. Ah, nochmal eine Pappe. Okay, da geht's weiter. Alles klar. Yes, yes, yes. Ah, und da ist Wasser und da wird mir die Kugel jetzt wahrscheinlich ausgehen. Ja. Ui. Der erste Gegner. Ich habe nichts zum Bekämpfen. Au. Ich habe nichts zum Bekämpfen. Das ist natürlich fies. Okay. Okay. Da muss ich natürlich mal gucken, ne? Was und wie und wo.
Servus, willkommen in unserer wunderbaren Therme. Im Moment hat jemand eine private Session gebucht. Aha. Eine private Session gebucht. Mein, oh, warte mal. Jetzt schauen wir doch erst einmal, ob wir da hochkommen, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass ich die Kugel noch... Na, brauche. Ja, ja. Passt schon. Und immerhin kriegen wir hier Münzis. Da oben sind auch Münzen. Komme ich da hin? Ne, da rutsche ich runter. Kann ich nicht lesen. Da ist ein Schloss. Ach, das kenne ich aus dem Trailer. Eine Batterie. Die muss ja dann wahrscheinlich da hinten rein. Schauen wir mal. Eiskaltes Wasser. Erwartet für den Service kein Trinkgeld. Okay. Üha. Ob ich da irgendwas machen kann? Also hier kommt auf jeden Fall die Batterie rein und dann werde ich an den Schlüssel kommen. Kann ich damit irgendwas machen? Die Dinge hier abwerfen? Okay, dann schnappen wir uns halt nochmal die da. Eine Supercell. Ah, das ist wahrscheinlich wieder... Ja, Respawn vom Schlüssel. Also manchmal braucht man einfach ein bisschen für... Rätsel. Nice. So, wie ich allerdings da hochkomme, ist jetzt die andere Frage. Ich denke mal, dass ich von da oben wieder zurückkomme eher. Ob ich damit irgendwas machen kann, ich weiß es nicht. Oh, da sind Münzen. Hey, damit hätten wir 41 schon. Uns fehlt noch eine. Genießt den Aufenthalt in unserem prächtigen Bad. Kann ich die vielleicht mit der Kugel abwerfen? Nö. Kann ich nicht. Hui. Ja, okay. Dann rennen wir jetzt einfach mal weiter. Irgendwas muss ich ja bekommen, dass ich gegen die kämpfen kann, weil es bringt ja nichts sonst, ne? Kommt ihr hier hoch? Nö. Anscheinend kommen die nicht hier hoch. Das ist schon mal gut. Ich denke, der bleibt aktiviert. Springen wir mal rein. Ah, okay. Das ist im Grunde eine Hilfe, um hier schneller durchzukommen. So. Gucken wir mal, was sagst du? Yo, servus. Du willst hier raus? Versuch's im Hamsterkäfig dort lang. Also wir können uns auf jeden Fall die Spitzhacke holen, ne? Das auf jeden Fall. Dahinter gehen wir natürlich dann nochmal nicht. Gehen wir erst einmal hier. Da ist auch wieder Wasser. Sprich, hier ist auch wieder irgendwas mit Feuer zu tun wahrscheinlich. Aha. Da muss eine Batterie rein, so wie es ausschaut. Und da müssen wir irgendwie mit Feuer ran, dass wir dahinter kommen. So, wir haben... Ah, da muss auf jeden Fall eine Kugel rein. Ist mir jetzt halt schon klar. Wenn die Kugel dann da ist, dann kann ich die wahrscheinlich an dem Stein hier glühen lassen. Weil manche Rätsel erscheinen mir dann irgendwie logisch, aber ich bin mal gespannt, ob ich damit recht habe, ne? Also gehen wir mal da oben rum. Schau mal da mal da runter. Also hier muss eine Batterie rein.
Dahinter kommt man nicht. Ups. Ich vermute jetzt mal, dass wir die Batterie von da vorne holen müssen. Mit Sicherheit. Halt. Also anders kann ich mir fast nicht vorstellen, weil wir brauchen eine Batterie da hinten. Die dürfte ja, genau, durch das Wasser nicht gelöscht werden. Kein Feuer, ne? So. Okay. Gut. Damit sind wir hier durch. Hallo. Ich fürchte, nur verletzte Leute dürfen ins Krankenhaus. Na gut, dass ich verletzt werde, geht ja schnell, ne? So. Die Kugel, die wir mitgenommen haben. Ah, oder eine Kugel, die wir hier finden können. Okay, die wird jetzt mit Sicherheit oben liegen. Yes. Nein. Es bringt nichts. Oh. Wo kann ich denn das dann entzünden? Ich dachte jetzt, der Kristall wäre vielleicht irgendwie das Lösungsrätsel. Ah, davon ist doch Ding. Ui. Ui. Sag mal, spinnst du? Gehst du weg? Oh, Münzen. Kommst du zu mir auch? Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, ne, dass wir den vielleicht ablenken. So, komm ruhig mit. Komm, komm. Ihr zwei seid irgendwie hier in der Ecke. Autsch. So. Jetzt mache ich das natürlich, dass ich schaue, dass ich so schnell wie möglich hier durchkomme. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass die mir nachlaufen. So. Einmal nehmen. Einmal erhitzen. Yes. Warte mal. Die Kugel müsste ja da oben liegen bleiben. Oh nein, du bist verletzt. Du darfst nicht gehen, bis du wieder völlig gesund bist. Gefangen. Oh, nice. Sekunde. Erstmal die Münzen. Strange. Ich bin der Gesundheitsminister, ich lasse nur gesunde Leute raus. Klatsch etwas Knete an in dein Gesicht. Ui. Okay,
okay, wenn man draufsteigt, dann kommt das Ding plötzlich nach oben geknallt und man kriegt's. Ja, okay. Danke. Nice, halt, wir müssen da vorne rum. Halt, wir müssen da hoch. Ja, ja. Yes, und damit glüht die Kugel. Ah, wunderschön. Brennt natürlich alles weg, was geht, ne? Ah, ja, der macht mir schon den Hinweis jetzt halt hier mit. Das sind solche, dass das Holz hier so verkohlt, ne? Cool. Ich hatte die 42 Münzen für die echte Spitzhacke nicht, dann habe ich eine aus Pappe gekauft. Also hier geht's in irgendeine Stadt oder sowas. Wir müssen uns auf jeden Fall die Spitzhacke holen. Dann gehen wir halt einmal irgendwie zurück, ne? Ich komme mir da gar nicht mehr hoch. Oh oh. Kann ich hier die heiße Kugel reintun? Könnte schon sein, ne? Aber ich bekomme die Kugel da oben ja nicht durchs Wasser durch. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich die Kugel hier wieder reintun kann. Ja, geht rein. Vielleicht kann ich dem das Wasser heiß machen. Aha! Errungenschaft freigeschaltete Drache. Ui! Au! Gut, und tschüss. So einfach kann es sein, ne? Und das habe ich jetzt doch nur durch Zufall. So. Es gibt ja... Also ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass es irgendeinen Let's Player gibt von dem Spiel. Hey, that's pretty toasty. Here's a tip for your trouble. Maximale Gesundheit plus 1. Ja, cool. Die maximale Gesundheit hat sich um 1 erhöht. Die Gesundheit ist jetzt 4. Was passiert, wenn ich das Ding da reinschiebe? Gar nichts. So. Die Kugel werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Wir müssen gucken, dass wir da hochkommen. Ach, ihr kommt wieder. Ich muss hier irgendwie... Ob ich auf den Baum springen kann? Tatsächlich. Oh, das könnte sein, dass das geht. Der Weg ist halt ein wenig weit, ne? Und ich weiß nicht, inwieweit ich laufen kann. Yes. Oh, oh, no. Da hat er sich zu früh gefreut. Na, verdammt. Weil ich es wieder zu knapp wollte, ne? Mann, ich weiß nicht, ob ich da wirklich hochkommen muss oder darf oder soll. Das ist das Problem.
Ein Ball. Der kickt den halt auch rum, ne? Oder komme ich da hoch? Ups, ouch. Was war denn mit dem Krankenhaus vielleicht noch? Weil ich muss ja irgendwie zurückkommen, ne? Das kann ja nicht sein, dass ich da... Vielleicht da oben rum oder sowas. Muss ich mal schauen. Ja, der lässt mich nicht mehr raus, bis ich nicht geheilt bin. Okay. Also hier im Krankenhaus geht es nirgends weiter. Das ist noch die Frage, ob ich da hochkomme. So, aber da komme ich ja auch noch mit der Spitzhacke durch. Da geht's auch nirgends rum. Ich weiß nicht, ob ich da oben irgendwo... Nee, da war ja auch nichts. Außer... Vielleicht dahin? Okay. Blauer Schlüssel, ne? Den haben wir ja da hinten drin gesehen oder da oben. Hm. Also das Seil geht da drüben auf die andere Seite. Das ist natürlich die Frage. Ich muss das ja dann auch irgendwo aktivieren können. Da ist eine Kiste drin. Seid mal nicht so aggressiv, ihr. Autsch. Ah, lass mich raus. Ob ich da hoch muss? Ups. Nee. So jedenfalls nicht. So komme ich ja auch nicht drüber. Dann muss ich doch da hoch. Yes, oh Gott. Hätte ich es halt einfach nochmal probiert, ne? Schauen wir mal, wo es dahin geht. Nirgends hin? Das ist eine Sackgasse? Ich habe jetzt gedacht, da geht's irgendwo hin. Nee, da geht's nicht. Sagst du mir noch was? Danke, so ist das Wasser perfekt. Irgendwie muss ich zurückkommen. Ich... Auf jeden Fall. Das weiß ich natürlich nicht. Der Schalter hat nur das Ding hier aktiviert. Jetzt bin ich schon wieder so viel am rumraten. Seid ihr schon zu dritt? Aua. Ob ich den blauen Schlüssel irgendwie holen kann? Das... Ah! Bin ja so Trolli, ne? Naja, dass ich jetzt da nicht mehr rauskomme, ist klar. Machen wir mal kurz das hier. Das hier. Kletsch. So, dann bin ich wieder geheilt. Allerdings möchte ich gerne darüber kommen. Muss ich da über die Kakteen springen? Oh, danke.
Ich muss den da mal ablegen. Dann brauche ich noch mal eine schöne Spritze. Mit Knete. Dann kann ich mir den Schlüssel schnappen. Und wir können... Okay. Die Rätsel, die gefallen mir. So. Und wir sind hier. Autsch, ich bin gerade bla bla. Okay. Ob ich jetzt natürlich dahin komme, ist auch die Frage, ne? Das ist auf jeden Fall der schnellere Weg, ne? Ist klar. Komme ich jetzt halt an den Schalter hin? Ne, ich kann nicht drüber lenken. Okay, macht aber nichts. Denn die Spitzhacke ist unser. Errungenschaft freigeschaltet, Spitzhacke. Ja, Minecraft lässt grüßen, ne? Nice. Also wir können auf jeden Fall so einiges jetzt machen mit der Spitzhacke. Und würde sagen, wir machen dann das nächste Mal weiter. Das war ein nices Rätsel. Ich habe mich natürlich wieder ein bisschen angestellt, weil ich das mit dem blauen Schlüssel nicht gleich gecheckt habe. Aber ey, cool. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr. Leute, wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.